Wagner käme von Nürnberg her und er spräche kein Wort. Auf dem Marktplatz standen sie um ihn her und begafften ihn dort. Die einen raunten, er ist ein Tier, die anderen fragten, was will er hier? Und dass er sich doch zum Teufel schert, so jagt ihn doch fort. So jagt ihn doch fort. Sein Haar in Strähnen und Wirre, sein Gang war gebeugt. Kein Zweifel, dieser Irre ward vom Teufel gezeugt. Der Pfarrer reicht ihm ein Krug voll Milch, er sog ihn ein in einem Zug. Der trinkt nicht vom Geschirre, den hat die Wölfin gesäugt. Den hat die Wölfin gesäugt. Mein Vater, der in unserem Ort der Schulmeister war, trat vor ihn hin, trotz böser Worte rings aus der Schar. Er sprach zu ihm ganz ruhig, und der Stumme öffnete den Mund und stammelte die Worte: heiße Kaspar, heiße Kaspar. Mein Vater brachte ihn ins Haus, heiße Kaspar. Meine Mutter wusch die Kleider aus und schnitt ihm das Haar. Sprechen lernte mein Vater ihn, lesen und schreiben, und es schien, was man ihm lehrte, sog er in sich auf, wie gierig er war, wie gierig er war. Zur Schule gehörte der Zeit noch das Uetinger Feld. Kaspar und ich pflügten zu zweit, bald war alles bestellt. Wir hegten und pflegten jedes Keim, brachten im Herbst die Ernte ein. Von den Leuten vermalmedeit, von den Hunden verbellt. Von den Hunden verbellt. Ein Wintertag, der Schnee war frisch, es war Januar. Meine Mutter rief uns: komm zu Tisch, das Essen ist gar. Mein Vater sagte: Appetit, ich wartete auf Kaspars Schritt. Mein Vater sagte mürrisch: wo bleibt Kaspar? Wo bleibt Kaspar? Wir suchten und wir fanden ihn auf dem Pfad bei dem Feld. Der Neuschnee wehte über ihn, sein Gesicht war entstellt. Die Augen angstvoll aufgerissen, sein Hemd war blutig und zerrissen. Erstochen hatten sie ihn dort am Uetinger Feld, dort am Uetinger Feld. Der Polizeirat aus der Stadt füllte ein Formular. Gott nehm ihn hin, in seiner Gnad, sagte der Herr Vikar. Das Uetinger Feld liegt lang schon brach, nur manchmal bellen mir die Hunde nach. Dann streu ich ein paar Blumen auf das Feld für Kaspar, für Kaspar.